Tanz- und Lyrik-Atmosphäre ist für heute Abend wirklich vorbei. 25,5 Jahre R.L. Madison. Das 25-Jahres-Jubiläumskonzert und Fest haben wir Ende letztes Jahr im Grammatikow gespielt. Einige von euch sind da gewesen, ich erkenne die Gesichter wieder. Ich bin froh, dass ihr wieder da seid. Und ich bin natürlich aber auch genauso froh für jede Person, die heute Abend, ob Zufall oder nicht, in diesem Saal gefunden hat, um uns zum ersten Mal zu begutachten. Auf wen trifft denn diese Beschreibung einigermaßen zu? Okay. Was habt ihr denn die ganze Zeit bisher gemacht? Ich muss selber spielen. Ich finde, das ist die perfekte Begründung. Besser kann es gar nicht sein. Okay. Ja, 25,5 Jahre, um so ein bisschen zu verdeutlichen, was zu der damaligen Zeit passiert ist. Don't Worry, Be Happy von Bobby McFerrin war damals der Top-Hit. Jetzt wird natürlich jeder fühlen, okay, das ist schon ein bisschen länger her. Ist es auch. Nichtsdestotrotz sind diese Personen hier auf der Bühne nicht mit Photoshop bearbeitet. Das sind Naturschönheiten, die nach all den Jahren immer noch so toll aussehen. Woran liegt es, dass ich die einzige Ausnahme bin, weil ich der Einzige bin, der die ganze Zeit mitgespielt hat? Das gilt für die anderen nicht, aber sie sollen auch nicht namenlos bleiben für all die, die R.L. Madison heute zum ersten Mal sehen. Von daher gesehen fange ich mal an, euch die Leute vorzustellen, und zwar in der Reihenfolge ihrer Bandzugehörigkeit von neu zu alt. Seit 2 Jahren dabei, ich nenne ihn zu Recht, wie ihr heute schon gehört habt, Mr. Powerhouse on Trombone, Andreas Hammond. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das nie wieder zu tun, aber es gibt ja im Leben manchmal Rückfälle. Die Macht des Menschen mit dem Mikrofon verleiht einem manchmal Gedanken, die nicht nett sind. Zum Beispiel der, dass Andreas Hamm einen weiten Anfahrtsweg hatte, den du wahrscheinlich mit dem Fahrrad genommen hast, ist das richtig? Außenfahrt nicht. Okay, weil er zu weit ist natürlich, weil, klar. Aber trotzdem, es hat geregnet, der Mann möchte alles geben und braucht noch eine Motivationsspritze. On Trombone, Mr. Powerhouse, Andreas Hammond! Yeah. Das ist ein Kaffee Steinbruch würdiger Applaus. Seit 2011 bei der Band. Ja, und dieser Mann lebt den Jazz, fühlt ihn. Ich glaube, wenn man ihm Blut abnimmt, kommen da kleine Saxophone rausgeflossen. Am Tenorsax heute Abend, Mr. Freddy Gatkes! Ja, dieser kleine Kasten dort ist tatsächlich ein Vibraphon. Hört man das eigentlich bei euch, dieses Instrument? Ja, okay. Und dafür, dass man es nicht nur hört, sondern dass man auch schöne Klänge hört, sorgt dieser Mann 2004 zum ersten Mal bei R.L. Madison dabei, Tom Klecher! Noch die Haare lang, so ein Pferdeschwanz, ich hab den ja hier so gefaked, das ist ja echt. Jugendsinn. Okay, dann gehe ich mal in diese Richtung weiter. 2001, wir gehen jetzt schon so langsam in die Zeit, als die Filme noch schwarz-weiß waren. 2001 war er das erste Mal bei R.L. Madison dabei. Er ist ein fantastischer Gitarrist in allen Stilen zu Hause, die etwas mit Groove zu tun haben und auch mehr. Ich nenne ihn deswegen nicht umsonst den Groove Messenger an Gitarre, Friedhelm Potte! Ebenfalls seit 2001 bei der Band und seine Erfahrung in Jazz, der afrikanisch gewürzt ist, oder afrikanische Musik, die jazzmäßig gewürzt ist, oder auch beide Spielarten ohne andere Würze. Aber ich hab den Satz selber nicht mehr verstanden. Deswegen höre ich einfach auf. The G-Man, Guido Bleckmann! Ja,
Ja, und die Madison-Karriere des Mannes, den ich da bisher noch vernachlässigt habe, die ist tatsächlich schon ein bisschen länger und ich habe wirklich genau nachgerechnet und Mathematik, ich gebe es zu, ist nicht unbedingt mein Steckenpferd. Aber hier war es leicht. 5 Tage und 20 Jahre ist es her, dass er zum ersten Mal mit der Band auf der Bühne stand. On Percussion, the Drum Master, Mr. Nian Odamete! Ja, dieses Konzert hat nicht nur heute ein bisschen mit Verspätung angefangen, dafür bitte ich um Entschuldigung, sondern insgesamt gesehen ja auch mehrere Wochen Verspätung. Ich hoffe, dass niemand seit dem 25. April auf diesen Tag hier gewartet hat. Wenn, dann täte mir das besonders leid, aber dann würde das auch besonders honoriert werden. Wie, muss ich mir noch überlegen, aber ich habe gerade beim Soundcheck hier niemanden von euch gesehen. Also ich glaube, ihr wart zwischendurch zumindest alle kurz zu Hause zum Frischmachen. Ja, es tut mir leid, dass das Konzert verschoben wurde. Das hatte gesundheitliche Gründe. Ich bin zumindest so weit wiederhergestellt, dass ich einigermaßen gerade auf dem Schlagzeughocker sitzen kann. Zum zweiten Set werde ich darauf festgebunden, damit ich nicht zur Seite rutschen kann. Ich danke, dass ihr heute hier seid und mich und die anderen unterstützt. Seit 25 Jahren muss ich dabei sein, denn sonst gäbe es die Band nicht, weil ich der, mal der Typ bin, der das versucht am Laufen zu halten. Und das wäre ohne diese Herren und ohne, vor allem ohne euch, unmöglich. Ich danke euch und sage guten Abend, Mr. Bernie Stepp und Drums.